Yo, was geht ab, Leute? Team Bubble Tier. Servus. Heute mit einem Hüllen-Review von den Player's Choice Hüllen. Habt ihr wahrscheinlich schon in unserem geilen Vlog-Video gesehen, dass wir die benutzt haben. Und zwar hat uns Player's Choice bzw. Japani Games, ich weiß nicht, wie die in Verbindung stehen, ob das ein Hersteller von denen ist oder ein Lieferant von denen. Auf jeden Fall haben die uns ein paar Hüllen geschickt. 4 Player's Choice, eine hat er schon in Benutzung gehabt. Ja, Mann. Und eine Anime-Style-Hülle. Und dann hier diese geile Matte. Ja, Mann, kurz zur Matte, Leute. Schaut richtig geil aus. Ich finde es auch. Oktoberfest-Style, deswegen habe ich die genommen. München, Wiesenzeit. Richtig geil. Ja, weiß Bescheid. Dabei. Ja, Mann, Anime-Style hier mit schönen Ausschnitten. Ja, aber da sind dabei. Sechs Marsch, Leute. Richtig geil, Mann. Wie ist die Qualität von der Matte? Sehr gut zusammen. Ja, Standardmatte eigentlich, glaube ich. Und schlicht. Ja. Oberfläche ist ziemlich schön glatt. Ja, schön glatt, schön weich. Weicht auch die Karten nicht darüber. Sehr gut. Sieht gut aus. Fällt mir. Wer ist in der nächsten Tournee dann spielen? Genau. So, du? Dann fahren wir mal Höhlen auf. Wir haben jetzt hier 3 verschiedene Farben. Wir haben hier noch die rosanen dann, dazu kommen wir später. Von den Farben her finde ich eigentlich recht schön. Also da würde ich jetzt, sage ich mal, eine Wertung geben mit 4 Sternen. Ja, also 4 von 5. Ich denke, man kann noch ein bisschen mehr machen. Ich stehe auf die Farben, deswegen gebe ich die Farben gebe ich auch nur 4 Sterne. Weil eher diese Farben jetzt nicht so mag, aber sonst alles gut. Ich denke, die haben wahrscheinlich noch andere Farben im Angebot, aber jetzt haben wir die 4 als Test. Dann machen wir mal welche auf, schauen mal, wie die sind. Wenn man es mal aufmacht, also die sind schon, die glitzern schon ein bisschen, also ich finde es schon schön. Ja. Vom Material her. Mega geil. Sehr schön hier, gleich so rein. Kann man die Karten aber gleich rein tun, ist ja schön. Perfekt geschnitten. Da ist echt eine wie die andere. Ja. Richtig geil. Ja. Ja, dann wollen wir mal testen, wie die Karten Hüllen sind, wenn wir Karten rein tun. Ja. Haben hier ein paar Karten vorbereitet. Da mal schauen, wie es ausschaut. Gleit natürlich sehr schön rein. Ja, sehr schön. Dann auch perfekt geschnitten sein hier noch. Genau am Rand. Sehr schön. Also, wie ihr seht, richtig schnell eingehüllt. Ja, jetzt die Packkarten. Ja. Schauen wir mal, die meisten Spieler spielen ja so. Sie reichen auch sehr schön durch die Finger. Ja. Sehr schön in der Handhabung. Finde ich echt geil. Wenn man es mal alle mal hernimmt, ja. Sieht man auch nichts Weißes eigentlich. Also wirklich echt perfekt geschnitten. Ja. Also für die Qualität würde ich absolut 5 Sterne geben. Ja. Mit den besten Höhlen, mit denen ich seit langem echt gespielt habe. Mega geil. Also das sind auch hier, ich sage jetzt mal, Preis-Leistung sind gerechtfertigt. Ja. Sind zwar teurer als die anderen, aber dafür, ich glaube, halten die auch länger und sind sehr schön. Das Gute an denen ist halt, dass egal welche Packung man aufmacht, die sind immer gleich geschnitten. Ja. Das ist halt dieselbe. Das heißt,
falls ihr mal zwei Packen kauft oder so und oder alle einfach sammelt, dann könnt ihr einfach auch sammeln. Dann könnt ihr irgendwann, wenn ihr 60 Karten oder 60 Höhlen zusammen habt, könnt ihr immer noch ein Deck drauf bauen, weil es immer gleich ist. Das ist der Vorteil. Das ist der erste Choice. Ja, wie man auch sieht, sind 60 Karten, also optimal für Seiten extra. Ja, wollen wir jetzt mal hier so ein bisschen. Ja, gut. Ja, so an sich ziemlich robust eigentlich. Ja. Aber ich meine, wenn man sie so auseinanderweist, gehen die natürlich kaputt. Ja. Aber sonst. Mega geil. Kommen wir zu den anderen hier, zu den Animes. Sind, glaube ich, ein bisschen größer. Also im Vergleich, oder? Sind größer als die anderen. Ja. Ja, Design ist halt immer, kann man es halt aussuchen. Immer unterschiedlich. Ja. Können wir eine Karte reinziehen oder zwei? Mal schauen. Nein, mit der Hülle. Sonst ist es zu klein. Ja, also man braucht schon eine andere Hülle dafür. Double Sleeve halt. Ja. Oder halt für Magic oder so. Genau. Magic ist perfekt. Aber sonst ist eigentlich auch recht schön. Ja. Passt genau rein. Passt genau rein. Doppelt geschützt. Und es ist halt, ja, kann, denke ich, ja, wenn halt jemand Bock drauf hat. Aber auf Turnieren, glaube ich, darf man es ja nicht spielen, Doppelhöhlen, oder? Das Gute an denen ist eben halt, man kann sein, also wenn man Player's Choice gekauft hat, könnt ihr euer Deck einhüllen, dann könnt ihr diese Höhlen kaufen und die dann auch mit rein tun. Und dann, falls ihr ein Turnier spielt, könnt ihr den mal die rausziehen, dann habt ihr dann noch perfekte neue Höhlen. Und dann schützt es auch weiterhin eure alten Höhlen, also die Player's Choice hier. Und die Höhlen, wenn die kaputt gehen, gehen sie halt kaputt oder verkratzen. Halt. Ja, verkratzen eure Player's Choice. Also sehr, bin sehr beeindruckt von den Player-Choices. Sehr. Bewertung? Insgesamt auf jeden Fall 5 Sterne. 5 von 5 Sternen. Es passt eigentlich alles. Also der Punkt ist halt noch Farben. Die Player-Choice könnte echt noch mehr Farben herausbringen. Wie zum Beispiel Ultimate Gas oder Ultra Pro. Ja. Die haben da eigentlich eine Vielfalt von Farben. Aber wenn Player-Choice echt viele Farben herausbringt, sind sie auch, aber es ist, da werden sie wahrscheinlich noch mehr gekauft. Er hat es auch vorhin gesagt, ja, ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt schon Hüllen habe, ich kaufe noch mal ein paar Hüllen, da weiß ich ganz genau, dass die 1:1 genau wie die anderen sind, sprich, ich muss da nicht immer komplett mal umhüllen. Deswegen optimal eigentlich. Ich habe jetzt am Wochenende mit meinen neuen Player Choice Hüllen gespielt, ja. Das ist jetzt hier mein komplettes Deck. Wie ihr seht, eigentlich gar keine, also immer noch top. Ja, auf den ersten Blick, klar, wenn man jetzt mal genauer hinschaut, kann man immer noch irgendwas entdecken, aber zum Großen und Ganzen sind die echt schön. Es war echt eine Freude, mit ihnen zu spielen. Ja. Wie viele Runden? Wir haben 5 Runden, glaube ich, gespielt, oder 6, irgendwie sowas. Es war echt eine Freude, auch beim Mischen, beim Peilschaffeln. Ja, die liegen gut in der Hand. Einfach schön gespielt. Ja, also die Farbe finde ich echt schon schön. Pink, also Rosa ist meine Farbe. Ja, und wie gesagt, wenn wir es jetzt hier mal im Ganzen sieht, echt wirklich perfekt geschnitten. Gar kein Schlag auch vom Mischen oder so. Ja. Weil da gibt es ja auch immer zum Beispiel Gegner, die auch ein bisschen drüber mischen als die anderen. Ja. Und war sehr, 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 sehr beeindruckt von dem. Von den Hüllen, sehr, sehr beeindruckt. Also ich werde definitiv, auch wenn es jetzt ein bisschen teurer ist, ja, werde ich definitiv bei Player Choice bleiben. Ich finde die anderen Hüllen nicht schlecht, auf keinen Fall, von den anderen Herstellern, aber ich finde die am besten und dann am besten. Seht auch, Katja hat 5 Runden gespielt, ja. Lutschen immer noch. Perfekt. Eigentlich genau wie neu. Ja. Wir empfehlen euch, die echt zu kaufen. Wenn ihr auch echt auf, ja, wenn ihr auf Qualität und wenn ihr auf Dauer halt eure Karten schützen wollt, dann genau. Kauft euch echt Player's Choice. Echt eine gute Wahl. Optimal. Also, bestens. Das war's wieder von uns, euer Team Bubble Team. Schaltet wieder rein. Bis zum nächsten Mal. Auf jeden Fall. Nochmal danke an Player's Choice und Japani Games, ja, dass die uns das geschickt haben. Checkt ihr auf jeden Fall mal ab.
Alle Infos unten in der Beschreibung. Und ciao.